Oh, wir können hier spielen. Ich glaube, hier habe ich schon gespielt. Haben wir da was zum Teleportieren? Nein, natürlich haben wir das nicht. Der Handel getrieben. Soma verliert keine Zeit. Wir müssen uns auf alle Fälle den Schnellreisepunkt noch holen. Na, der ist da auch schon. Nein, 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 das wollte ich gar nicht. Shit. Hier ist doch irgendwo noch eine Schlange drin. Hundertprozentig ist hier irgendwo noch eine Schlange drin. Ne? Weil eigentlich sind das eher die Körbe, glaube ich, wo die Schlangen drin sind. Das sind eigentlich nicht die, die Gefäße, sondern die Dingsens. Ich finde diese Rundumblicke mal echt mega nice beim Synchronisieren. Da, in so einem Korb könnte eine Schlange drinnen sein. Aber nur, wenn ich ihn kaputt machen würde. Ich glaube, so, wenn ich ihn aufmache, ist da auch nichts. Da will ich gerade nicht runter. Ich hätte, glaube ich, mein Pferd doch eben auspacken können. Sind das nicht feindliche Krieger? Eigentlich schon, oder nicht? Ja,
Zumindest die Uniform von den feindlichen Kriegern an. Die Haare wachsen und die Nägel auch. Selbst wenn die Leiche schon kalt ist. Ich habe es selbst gesehen. Das ist Unsinn. Also glaubst du, dass in einem Toten immer noch ein... Eivor, mein liebstes Muskelpaket. Hier in der Nähe ist ein Nest von Wigmunds Männern. Wir werden es ausleeren. Bis zum letzten Mann? Je weniger Läuse im Busch, desto seltener juckt die Musch. So sehe ich das. Wie kam es, dass du Somas Clan beigetreten bist? Wie bist du zu Somas hergestoßen? Ich war schon ewig in Englerland. Lange vor Gudrun, Ivar und Uba. Ich habe unter den Nasen von Sachsen und Dänen Schmuggel getrieben. Ich habe gelogen, betrogen und wurde verprügelt. Mein Leben war nicht leicht. Doch ich habe gelernt, Leid zu ertragen und es wegzulachen. Als Soma mich aufnahm, sah sie mehr als nur die Schmugglerin in mir. Ich konnte mich für mehr als nur mich selbst nützlich machen. Für ihre Vision. In einer Welt, in der niemand Vertrauen in dich hatte, schenkte sie dir ihres. Genau. Und das liebe ich an ihr. Eigentlich liebe ich alles an ihr. Was denkst du über Somas engsten Kreis? Was hältst du von Somas anderen Kriegern? Galen und Leaf. Ach, Leaf ist wie ein unbändiges Tier. Immer wenn ich ihn sehe, will ich, dass er mich besteigt wie einen Baum und sich unter meinem Arm einnistet. Okay. Er redet viel von Ehre. Doch ich kenne keinen Ehrenmann, der einen Brand legt, nur um sich dafür rühmen zu lassen, ihn wieder zu löschen. Und Galen hat das Grübeln zu einer Kunstform erhoben. Seine Selbstgefälligkeit ist einfach liebreizend. Beruht deine Liebe für Soma auf Gegenseitigkeit? Du scheinst diesen Clan fröhlicher und lebendiger zu machen. Weiß Soma das zu schätzen? Wenn ich wüsste, was in den Köpfen anderer Leute vor sich geht, wäre das Leben schrecklich langweilig. Aber Soma scheint mich zu mögen. Auf welche Art? Auf ihre Art. Nur leider nicht so, wie ich es wünschte. Schmerzhafte Wahrheiten ertragen sich leichter mit einem Lächeln auf den Lippen. Ein frohes Gesicht in schweren Zeiten ist wahrer Widerstand. Wie bist du zu Somas her? Oh nein, ich wollte das nicht nochmal anklicken. Ich habe, als Soma mich aufnahm. Genau. Oh. Wir könnten den ganzen Tag reden. Aber vielleicht verlassen diese Sachsen ihr Nest. Wir beide sollten uns das mal ansehen. Meine Männer bleiben zurück und stoßen zu uns, wenn etwas schief geht. Also sie wirkte jetzt auf mich eigentlich recht vernünftig. Schalte die Wachen aus. Ja, einfach rein, oder? Aufregend, an deiner Seite zu kämpfen und dich aus der Nähe zu beobachten. Aber nicht zu nah, sonst bekommst du noch blaue Augen oder Beulen ab. Du würdest deine Ellenbogen verlieren, ehe man die Beulen sehen kann. Oh. Shit, ich hab zu lange gebraucht. Das ist schon besser. Gleich ist es vorbei. Oh fuck. Was ist das da?
hier irgendwie ein Tor oder so? Oder musste ich da so raufgehen? Pass man einmal wieder kurz nicht auf irgendwen auf und da ist schon wieder jemand in Gefahr. Meine Schwerthand ist nicht schwer, sondern treffsicher. Das sind Blitze auch. Und doch sind sie nicht unauffällig. Nicht mal ein Haar. Gemeinsam schaffen wir das. Das Gefühl, die passen alle nicht richtig auf. Meinen Dank. Könnte das sein? Möglicherweise? Okay, hier komme ich nicht hoch. Ich kann die anzünden, aber ich glaube, dafür brauche ich eine spezielle. Oh, jetzt ist er da wieder oben drauf, oder wie? Da braucht schon wieder jemand Hilfe. Was? Bezahl für deine Sünden. Autsch. Da war ich wohl etwas naiv. Hallo Heiko, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Mir geht's auch ganz gut. Ich habe nur gerade irgendwie so einen müden Punkt.
Das ist schon weit. Kann ich nicht abschätzen, weil ich nicht weiß, was weit heißt. Wie viele Spielstunden haben wir? 15 oder so? Ist ja so ungefähr da, wo ich auch bin. Okay, dann weißt du ja ungefähr, wo ich bin. Nein, so. Muss von der anderen Seite versperrt sein. Das waren alle. Ach, diese Stille nach dem Gemetzel. Schade nur, dass es so stinken muss, weil sich alle beim Sterben einscheißen. Ich spreche mit Birna, würde ich machen, wenn sie stehen bleiben würde. Ich da noch Punkte ausgeben. Jetzt aber. Du hast sehr gut gekämpft, Birna. Ist das deine Art, mir den Hof zu machen? Meine Art was? Ganz ruhig, Drenger. Wir sehen uns in Granterbrück. Oh, ich bin gerade richtig müde. Shit. Die Rüstung ist halt die beste, die ich habe, aber die schwerste. Also die beste, die ich momentan besitze, so muss man das ja sagen. Wo war das, was ich haben wollte? Hier oben, ne? Ich meine, das ist nicht so weit weg. Vielleicht sollten wir das als nächstes machen. Lauert trollverfluchtes Verderben. Was lauert hier?
Priester macht mehr Wind als ein Hagelsturm. Er wird weiter Gift und Galle speien. Bist du hier durch einen Sturm gesegelt? Sorry. Das hast du nie erzählt. Eivor, ein schöner Tag hier draußen, oder? Soma sagte, ich würde dich hier finden, Leaf. Wie lautet dein Plan? Wir befreien die Welt von einem Priester, der den Aldermann preist und den Zehnten in Wiegmunds Taschen umleitet. Der Plan lautet, wir schleichen uns hinein, weiden den Priester aus und kehren zu Soma zurück. Wiegmund wird schäumen vor Wut. Wie kam es, dass du Somas Clan... Wir fragen schon ungefähr immer dasselbe. Kann das sein? Wie bist du zu Somas hergestoßen? Wir kamen gemeinsam nach Englerland unter Gudrums Flagge. Die Sachsen nannten uns das große Sommerheer. Als Gudrum nach Westsexer aufbrach, übernahm Soma die Führung. Eigentlich hätte ich das gerne selbst getan. Was würdest du tun, wenn du Jarl von Grantabrück wärst? Ich würde die Stadt auf meine Art führen und weniger auf Birna und Galin hören. Vertraust du ihnen nicht? So würde ich das nicht sagen, aber Birnas Stiefel stecken im Schlamm und die von Galin schweben im Himmel. Wenn es um Leben oder Tod ginge, wäre keiner von beiden aus dem richtigen Holz geschnitzt, um uns durch den Sturm zu führen. Warst du damit einverstanden, dass Soma eure Anführerin wurde? Du warst dabei, als Gudrum Soma zur Statthalterin von Grantabrück ernannt hat. Wie hat sich das angefühlt? Gut, ich habe ihr Glück gewünscht. Unter Somas Herrschaft begann das Silber zu fließen und die Leute begannen zu tanzen. Mit Handel kennt sie sich aus. Trotzdem wünschte ich, ich hätte den Mumm gehabt, vorzutreten und die Bürde und Ehre der Verantwortung für eine Stadt auf mich zu nehmen. Aber das ist nebensächlich. Soma ist meine Jarlskone und ich bin ihr eingeschworener Krieger. Kein Gott könnte daran etwas ändern. Wie fühlt es sich an, der oberste Schiffsbauer zu sein? Das muss man mitbringen, um Schiffbaumeister zu werden. Geduld und Liebe. Ich kenne jedes unserer Schiffe, wie Eltern ihr Kind kennen. Aber um Schiffe zu bauen, braucht man auch Silber. Für hartes Holz, haltbare Stoffe und teure Farben. Das Gelb, das ich benutze, das kommt von sehr weit her. Ein stolzer Preis für einen fröhlichen Anstrich. Vermutlich wurden meine Farben deshalb vor ein paar Wochen gestohlen. Verdammte Diebe. Also er wirkt schon... Er wirkt aber nicht feindselig. Also er wäre selber gern Jarl geworden, aber... Jetzt halt nicht, er wirkt nicht so, als würde er dafür alles tun. Vielleicht sollte ich mich hier lieber vermummen. Siehst du, alte Freundin? Eigentlich greife ich lieber auch noch gerade heraus an. Upsi. Yeah.
Sehr gut. Ich greife dich lieber offen und gerade heraus an. Doch für dich probiere ich gerne etwas Neues. Wie nett. Jetzt sei bitte etwas leiser. Sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Wegmunds Priester ist in der Kirche. Zeig mir, was vor uns liegt. Upsi. Oh shit. Den habe ich möglicherweise einfach nicht bemerkt da neben mir. Ja, es geht schneller, wenn ich einfach reingehe. Ist doch langweilig, so zu tun, als wäre ich nicht da. Außerdem war das voll unauffällig. Ich habe die von weiter weg umgebracht. Du bist nicht mehr willkommen. Autsch. Du bist nicht mehr willkommen. Ja, sorry. Habe ich auch so gemacht. Bin einfach voll rein. Ist interessanter und es geht schneller. Ist effektiver. Sieh dir nur dieses Bauwerk an. Wie viele Bäume sie gefällt und wie schwere Steine sie bewegt haben müssen. Das ist ein Kunstwerk. Finde den Schlüssel. War nicht fertig. Wechselst du gleich den Glauben, Lee? Soll ich dir vielleicht ein kleines Kreuz mitnehmen? Nein, niemals. Darf sich ein Handwerker nicht über Handwerk freuen? Autsch. Upsi. Ich lass dich auf. Hat er den Schlüssel gehabt? Ja. Wegmund hätte euch alle bei der ersten Gelegenheit töten sollen. Vater Cuthbert, ich will meinen Dank aussprechen für die anhaltende Unterstützung. Ich muss sagen, deine Schüler entzücken mich. Sie verfügen über eine Folgsamkeit, die wohl nur dank deiner Weisheit und Führung zustande kommen kann. Bitte sende sie weiter zu mir. Ich finde Gefallen daran, mit solch aufgeweckten jungen Männern zu sprechen, die über den Orden der Ältesten lernen wollen. Sie können nur profitieren und ich bin froh, sie für unsere Sache zu gewinnen. Lieber die Kapuze auf. Können wir das nicht hoch machen? Es lebt doch eh keiner mehr von denen, oder? Du entkommst mir nicht zu einem.
Total unauffällig. Was ist das hier? Hoch den Becher und weg mit dem Silber. Ach so. Ich weiß ja nicht, das Haus brennt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in Stimmung bin, da was zu trinken. Kann das Spiel ja nicht gut enden. Ich glaube, wir können gehen, oder? Ich brauche doch die XP, Leute. Ich muss die Leute alle umbringen. Gut gemacht. Wir haben Wiegmunds Mann schnell verstummen lassen. In der Tat. Du hast dich wahrlich bewährt, Eivor. Wir sehen uns in Grantabrück. Für deinen Massenmörder auch sagen. Hauptsache, er redet komplett in die falsche Richtung. Meine Schulter hat geknackt. Glückwunsch. Upsi. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Maske wieder abnehmen. Wie mache ich das denn nochmal? Nee, Wölfe ignorieren wir mal gekonnt. Nach allem, was passiert ist, vielleicht ist Soma doch verflucht und vom Pech verfolgt. Soma war den Göttern immer gefällig. Sie jetzt im Stich zu lassen, euren Eid zu brechen, das würde uns Unglück bringen. Eivor. Eine Ehre, dich bei uns zu haben. Die sprechen alle positiv von ihr. Wie lautet euer Plan? Der gesamte Schier unterstützt Somas Herrschaft über die Stadt.
Nur diese Dörfer nicht. Sie unterstützen Wiegmunds Heer. Also brennen wir ihre Häuser nieder. Schnell und verheerend. Wie Thors Donnerschläge. Natürlich. Wie kam es, dass du Somas Clan beigetreten bist? Wie bist du zu Somas Clan gekommen? Am Anfang stand eine Vision, die ich bei einer Seherin hatte. Sie steckte wie ein Splitter in meinem Verstand. Dann verblasste sie. Doch ich wollte mehr. Über Monate, Jahre, aß ich nichts als Bilsenkraut, Pilze und heilige Pflanzen, in der Hoffnung, etwas Neues zu sehen. Doch mein Körper schwand dahin. Ich war wie benebelt. Ich irrte umher. Die Sachsen verschlangen mich und spien mich aus. Immer und immer wieder. Bis Soma mich fand. Allein, nackt, in den Fens. Sie gab mir Kleidung und sorgte für mich. In meiner Demütigung. Ich verdanke ihr mein Leben. Erzähl mir von deiner Vision. Visionen können eine eigenartige Kraft entfalten. Was hast du gesehen? Ich erklomm einen Berg, während ein Löwe und eine Schlange auf meinem Rücken lasteten. Ich mühte mich ab. Dann erschien Soma und befreite mich von der Bürde. Als wir den Gipfel erreichten, gab es kaum genug Platz, um zu stehen. Wir wankten, als würden wir auf einer Messerspitze stehen und hielten uns aneinander fest, ganz eng. Ich weiß, ich wirke oft unnahbar und verbissen. Doch die Götter sind immer bei uns. Ich sehe es als meine Pflicht, Soma vor ihrem Zorn zu schützen. Was denkst du über Somas engsten Kreis? Was hältst du von den anderen? Von Leaf und Birna? Leaf ist ein begabter Seemann, wenn auch etwas stürmisch. Und Birna, nun, Birna hält das Leben für einen großen Witz. Sie war eine Schmugglerin und lebte vom Lügen, als Soma kam, um sie aus dem Dreck zu ziehen. Birna gehört zu meinem Clan. Und ich kämpfe an ihrer Seite, wie respektlos sie auch sein mag. Aber sie schert sich nicht um ihr Schicksal. Ich hätte Lust, ein paar Fackeln zu werfen. Also, ich muss sagen, ich finde ihn am vertrauenswürdigsten. Der alte Zweigfresser wird sich dieses Ortes nun annehmen. Gründung? Schwierig zu sagen. Also, er strebt für mich am wenigsten nach der Position, die Soma gerade innehält, finde ich. Die können mir halt auch alle was vorlügen, ne? Also, wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Jedes Haus muss brennen. Dass sie Aldermann Wigmunds Stiefel geleckt haben. Ich kann die auch kaputt machen. Aber wie? Ah. Dankeschön. Huch. Wo kommt er denn plötzlich her? Oh.
Oh, ich hasse die. Irgendwie kann ich mit denen am wenigsten umgehen. Nicht noch einer von denen. Kann doch nicht angehen, ey. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich hab keine Pfeile mehr. Upsi. Nein, nimm doch den Pfeil aus dem... Nein. Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh fuck, der hat einen großen Hammer. Okay, bei dem sollte ich vielleicht doch ausweichen, ja. Oder wir hauen einfach weiter drauf. Scheiß drauf. Ja, parieren meinst du wahrscheinlich, ne? Geh weg. Geh doch da raus. Ist von selber wieder aufgestanden. Wie brenne ich denn Häuser nieder? Ich habe hier gar kein Feuer. Hier kann ich untertauchen. Nee. Ach, mit meiner Fackel. Hallo Potti, schön, dass du da bist. Hier geht. Nein, oh, das wollte ich gar nicht. Nee, geh doch mal bitte weg. Nein, das war das Essen. Nein, das war auch falsch. Zeig es mir. Sehr gut. Brennender Reetdächer und glimmender Torffeuer. Hab ich dir Hallo gesagt von Leon, ne? Das kann Wigmund nicht entgangen sein. Du hast gestampft und gewütet wie der feurige Surt selbst, der durch die Flammen von Muspelsheim schreitet. Wir sehen uns zu Hause, Dränger. Oh.
Oh, wir haben neue Waffenruhen. Okay, die hat aber nur einen Platz. Hat gar keinen Platz. Dann halt keine Waffenruhen, ne? Soll ich doch bei den anderen Wegen mal vorbeigucken, jetzt so langsam? Weil die interessieren mich hier gerade alle gar nicht mehr so sehr. Da war auch noch was zu plündern. Ich finde den Mantel echt hässlich. Das ändern wir. Ich dachte halt, ich level ja auf Bären und deswegen gehe ich bei den Sachen halt auf Bären, aber no, genau. Ich habe auf einfach, das geht schon irgendwie. Eivor, der Plan hat funktioniert. Einer von Wigmunds Anführern. Ich fand ihn schnüffelnd bei Grantas Hütte. Denk dran, du musst ihn nicht umbringen. Hab einfach Spaß mit ihm. Ich bin im Langhaus und plane die nächsten Schritte. Armer kleiner Junge. Weißt du nicht, wo dein Papa ist? Hm? Gottlose Heiden. Grantabrück liegt im Land von Lord Wigmund von Walledane. Die Stadt gehört rechtmäßig ihm. Armer Soldat. Der weiß gar nicht, was Heiden solchen gottgläubigen Männern wie ihm antun. Anscheinend kennt er die Geschichten nicht. Wir können ihn ja belehren. Sieh dir diese riesigen Hände an. Die geben ein hübsches Paar Handschuhe ab. Und sein Herz erst. Das Herz eines so großen Burschen kann eine sechsköpfige Familie eine Woche lang ernähren. Schneiden wir ihm die Kehle auf und bewässern den Garten mit seinem Blut. Herr im Himmel, nein! Er ist auf der Insel Ege. All der Mann Wigmund ist da im Kloster. Ich schwöre es.
Hm. Ich hätte gedacht, dass es die ganze Nacht dauert. Fesseln wir ihn und lassen ihn verrotten. Ihr verdammten Dänen! Der Herr wird euch aus diesen Landen vertreiben! Euch alle! Möge Gott euren Seelen... Oh! Diese diebische Ratte hätte uns verfluchen können. Das wollte ich nicht riskieren. Christen verfluchen nicht. Wiegmund ist also auf der Insel Elge. Ich erstatte Soma Bericht. Ja, gut, ne? Eivor, was hatte Wiegmunds kleiner Bursche zu erzählen? Wiegmund hält sich im Kloster auf der Insel Elge auf. Versteckt sich bei den Kirchenmäusen. Dann müssen wir einen Angriff planen. Doch ich greife nicht an, solange der Verräter, der ihm hörig ist, noch unter meinem Dach weilt. Was hast du erfahren? Ich weiß bisher Folgendes. Ich entscheide mich damit noch nicht, oder? Wenn ich hier jetzt irgendwas auswähle. Shit. Ich muss noch darüber nachdenken. Natürlich. Suche den ganzen Schier nach Hinweisen ab und sprich mit wem du willst. Sprichst du mit ihr darüber? Ah, ich weiß nicht, wen von dem. Eivor, du gehörst zu den wenigen Erwachsenen, die auch mal zuhören können. Komm jederzeit wieder, Eivor. Sind das die Leute, mit denen ich reden sollte? Diese Taschen gehören Birne. Gepackt für eine lange Reise. Ich bin nicht edelmütig. Ehre ist nur ein Wort für mich. Aber zum ersten Mal frage ich mich, was die bessere Entscheidung wäre. An deinem Ellbogen bleiben und lächeln mit einem Dorn in meiner Brust oder von dir fortgehen und mir den Stachel aus dem Fleisch ziehen. Ich werde bleiben, aber nur so lange, wie du mich brauchst. Okay, das sind die Verbündeten, die ich damit finden kann. Eivor, du siehst aus, als fehlte dir der Wind in den Segeln. Was ist los? Ich will dir ein paar Fragen stellen. Was hast du denn nach des Überfalls gesehen? Was denkst du, hat sich in der Nacht des Überfalls abgespielt? Ich habe in der Schiffswerkstatt gearbeitet. Plötzlich brach mitten in der Stadt ein Feuer aus. Und Soma befahl den Rückzug. Wie hast du dich gefühlt, als Gudrum Soma und nicht dich zum Statthalter von Grantabrück ernannte? Wenn Ehrbarkeit einfach wäre, gäbe es keine schlechten Menschen. Ja, diesen Posten hätte ich auch gewollt.
Aber ich bin vor allem ein Ehrenmann. Vor dem Überfall wurde deine gelbe Farbe gestohlen? Ja, und gelbe Farbe ist schwer anzurühren oder zu beschaffen. Ich war außer mir wegen des Diebstahls. Du sagtest, du könntest Zomas Befehle oft nicht nachvollziehen. Das stimmt. Dennoch befolge ich sie. Das ist meine Pflicht, meinem Clan und meiner Jarlskona gegenüber. Die Ehre eines Mannes beruht auf seinen Taten, nicht seinen Gedanken. Also von seinen Antworten her, das war ja auch der, bei dem ich vorhin schon gesagt habe, er wirkt... Scheiße, ich hab immer noch keinen Sportstreit gemacht. Jemand muss doch den Sachsen vom Tunnel unter Grantabrück erzählt haben, Leaf. Vergiss es. Ich sollte jetzt gehen. Ich habe kein Charisma, ich kann das nicht machen. Also bei ihm war das, der war ja glaube ich der, bei dem ich vorhin auch schon gesagt hatte, ich vertraue ihm eigentlich am meisten. Die Schrift, die ich gerade bei Birna gefunden habe, fand ich halt, ist halt schon sehr auffällig. Aber ob das jetzt, ob sie das jetzt wirklich zur Täterin macht. Okay, wartet, ich habe die Orientierung verloren. Also Leaf ist für mich eigentlich raus. Also zumindest gerade in meinen Gedankengängen glaube ich nicht, dass er das mit dem Verrat war. Also klar, er wollte den Posten haben. Er wirkt auf mich sehr vertrauenswürdig, aber wie gesagt, der kann mir halt erzählen, der kann mir auch sonst was erzählen, ne? Ich finde ihn halt schon vertrauenswürdig. Deutung von Galliens Vision. Eine sich selbst verzehrende Schlange auf ihrem Schild. Löwe auf seinem Banner. Der Berg, es könnten sich nicht zwei auf seiner Spitze halten. Einer muss fallen. Das Spiel will auch, dass ich die anderen beiden eher verdächtige als Leaf. Eivor, welche Überraschung. Ich frage mich... Was bedeutet deine Vision mit Soma? Die Vision, die du von dir und Soma hattest, wie deutest du sie? Eine bohrende Frage. Ich glaube, dass Soma mich zu etwas Großem führen wird, wie schwer es auch sein mag, dass sie mit meinem Schicksal verbunden ist. Warum warst du an der Schwelle des Todes? Warum warst du dem Tod nahe, als Soma dich fand? Ich verließ meinen Clan wegen der Visionen. Sonst weiß ich nicht viel. Die heiligen Pflanzen hatten meine Erinnerung vernebelt. Aber mich dürstete nach mehr. Vielleicht verstehst du es nicht. Aber Soma schon. Sie weiß, dass die Götter einen Plan für mich haben, der jedes Wagnis rechtfertigt. Was hast du in der Nacht des Überfalls irgendwas gesehen? Hast du etwas Verdächtiges bemerkt, als der Überfall begann? Ja. Eine Welle von Sachsen, die wie von Geisterhand im Herzen von Grantabrück erschien. Verdächtig wie ein Aal mit Flügeln. Ich habe ununterbrochen gekämpft, von einer Nacht bis zur nächsten. Das Ende hast du selbst gesehen. Fast hätten mich die Wölfe erwischt. Von ihm erfahre ich nicht wirklich was, was mir weiterhilft. Jemand muss die Sachsen in den geheimen Tunnel von Grantabrück geführt haben, Galin. Vergiss es. Hm. Ich sollte jetzt gehen.